Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Chaos Lady und bin auf dem Weg nach Linz Hauptbahnhof in Österreich durch die Einladung von Niantic. Das heißt, es ist Freitag, der 25. Februar, 6.58 Uhr. Okay, mittlerweile sind es jetzt 7 Uhr, okay. 7 Uhr und 7.23 Uhr sollte normalerweise mein Zug fahren. Er hat jetzt schon 5 Minuten Verspätung, falls ich fertig aussehe. Das liegt einfach daran, dass ich tatsächlich eine furchtbare Nacht hinter mir habe. Ui, 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 Leute, ich sag's euch, aber ich werde es überleben. Ich habe ja sonst immer relativ viel geschlafen, sage ich jetzt einfach mal. Ich werde es. Und wenn, dann kann ich auch die Augen im Zug zumachen, ist ja kein Thema, theoretisch. Ich habe hier am Bahnhof sogar schon Pikmin gestartet und habe gehofft auf ein Bahnhof-Pikmin-Keim und nein, es war keiner dabei. So, ich hatte gerade noch gesagt, er hätte nur 5 Minuten Verspätung. Ja, 25 Minuten Verspätung und ich habe gesagt, ey, also mehr als 40 Minuten Verspätung darf halt eigentlich nicht sein. Es ist zwar kein Problem, aber trotzdem, es wäre halt stressig. Bin gespannt, was mich noch heute erwartet. Wisst ihr, was ich witzig finde? Dass es neuerdings jetzt hier am Offenburger Bahnhof jetzt auch Pfeile, Markierungen auf dem Boden gibt, damit man weiß, in welche Richtung man laufen soll, also auf welcher Seite der Treppe soll man rechts oder links laufen. Ach, das, was man den Leuten echt noch beibringen muss, bin ich etwas verwundert. Eigentlich ist das so Standard. Man läuft einfach rechts. Wenn man irgendwo lang läuft, läuft man einfach rechts. Wenn alle Fußgänger so laufen würden, würden wir weniger Probleme haben, uns gegenseitig umzurennen. Naja, was soll's. Die Zugverspätung hat sich natürlich noch weiter ausgedehnt. Mittlerweile steht dran 45 Minuten und der Zug ist ausgetauscht worden. Es gibt einen Ersatzzug, der jetzt hier kommen soll. Ja, bin mal gespannt, wie sich die restliche Reise dann noch entwickelt. Also mein Anschlusszug ist damit eigentlich schon so gut wie nicht mehr erreichbar. Natürlich kann die Deutsche Bahn das jetzt noch ein bisschen anders machen, aber naja, mal sehen. Mittlerweile ist es jetzt also 8 Uhr und ich warte immer noch auf meinen Zug. So, ich bin endlich im Zug angekommen und an für sich ist es ganz okay. Der Ersatzzug, man hat ja keine Sitzplatzreservierung, von daher freie Sitzplatzauswahl. Ich sitze in der ersten Klasse. Wahrscheinlich sieht man das leider aber aktuell nicht. Aber egal. Ja, ich stehe jetzt hier gerade im Gang und denke mal, ich hoffe, ich störe hier jetzt relativ wenig. Maske abnehmen halt nur, wenn gespeist oder getrunken wird. Dementsprechend wird mehr Tee getrunken als gegessen, als vielleicht unbedingt möglich. Nicht möglich, sondern als gewollt vielleicht. Ja? Aber es ist ja wurscht, ist ja wurscht. Jetzt, wo ich im Zug sitze, ist mir eingefallen, oh, da habe ich wohl was vergessen. Die Nagelschere. Das heißt, mir fällt jetzt ständig irgendwo was an meinen Fingern auf, was ich am liebsten eigentlich abschneiden möchte. Und ich kann nicht. Das macht mich wahnsinnig. Ich war vorhin schon richtig, richtig müde und habe gedacht, oh ja, Augen zu machen. Und hat nicht geklappt. Und jetzt bin ich wieder wach. Die Sonne scheint. Schönes Wetter. Wir waren gerade in Mannheim. Und in Mannheim habe ich wieder Pikmin gestartet, habe wieder versucht, einen Keim zu bekommen. Nö. Nix. Wieder nix. Naja, dann nicht. Ich habe noch mal 100 Münzen. Ich kann also noch mal aufladen und ansonsten könnte ich noch Blumen pflanzen, auf die Hoffnung, dass man dann irgendwas findet. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Mal sehen. Jetzt erstmal gucken, dass ich in Fulda ankomme. In Fulda ist dann der Anschlusszug, der eventuell schon Verspätung hat. Was für ein doofer, was für ein super Zufall, dass dieser Zug natürlich auch Verspätung hat. Dadurch bekomme ich vielleicht meinen Anschlusszug, auch wenn es unbedingt wichtig wäre, ob ich diesen Anschlusszug bekomme oder nicht. Ah, Hauptsache ich komme heute noch an. Ich denke schon. Wichtig ist vor allem, dass ich vor 18 Uhr ankomme, weil geplant ist um 18 Uhr ein Livestream, um euch die Joto-Tickets zu verlosen.
So, ich habe den Anschlusszug tatsächlich noch bekommen. Ich musste ein bisschen schneller laufen, aber es ging. Also ich muss sagen, Fulda ist ja mal ein echt schöner Bahnhof. Die haben hier richtig schöne Abgänge mit Wandbildern und schieß mich tot, also echt super. Also da kann man sich definitiv nicht beschweren. Und vor allem keine Treppen. Also man hat eine Seite mit Treppen und die andere Seite ist ohne Treppen. Wow, ist das geil. Also das ist mega angenehm, wenn man da mit einem Trolley durch die Gegend rennen muss. Und ich hatte 7 Minuten Zeit, aber bevor ich wirklich gesessen bin, ist der Zug schon losgefahren. Also ich hatte wirklich das gerade so geschafft, könnte man sagen. Also ja, jetzt geht's dann wirklich nach Linz. Letzter Halt dann und dann auch die Ankunft. Mir ist gerade aufgefallen, ich habe vorhin die Maske gewechselt, weil ich gedacht habe, hey, ich komme gerade aus irgendeinem Zug und jetzt wäre es mal vielleicht mal Zeit, tatsächlich mal die Maske zu wechseln. Eigentlich sogar alle 4 Stunden. Und das, theoretisch passt es auch etwas, nicht ganz, aber ja. Auf jeden Fall, man bekommt viel besser Luft unter einer frischen FFP2-Maske, fand ich jetzt sehr interessant. Also von daher, wer keine Luft durch so eine Maske bekommt, sollte sie vielleicht mal wechseln, dann ist sie einfach schon zu lange in Gebrauch. Bei mir war sie hier unten kaputt, weil ich immer hier unten ziehe. Ich versuche entweder hier oben oder hier unten anzufassen, um sie zu richten und sonst gar nicht. Also hier vorne drauf ist tabu, ich würde sagen. Jetzt räume ich noch weiter meinen Beutel auf, habe gerade noch einige Kadaver gefunden. Die werde ich jetzt mal verschicken, statt zu tauschen, weil jetzt ist es definitiv zu spät zum Tauschen. Und dann habe ich wieder noch ein bisschen mehr Platz. Mal gucken, wie viel ich noch freiräumen kann. Und gleichzeitig kann ich dann auch auf einem anderen Gerät noch ein bisschen meine Serie schauen. Also alles sehr, sehr angenehm. Zum Glück hat das Bahnpersonal gerade meine Karte gecheckt und hat gerade festgestellt, dass ich noch wechseln muss. Ich bin in den falschen Bereich vom Zug eingestiegen und der Zug trennt sich später in Passau. Dementsprechend muss ich dann nochmal meinen Platz leider wieder aufgeben und nochmal einen neuen Platz suchen. Schade. Jetzt habe ich nämlich einen Platz mit einem richtigen Tisch und nicht nur so einen Klapptisch. Aber es ist jetzt mal überhaupt wie gesprungen, ob das jetzt ein Klapptisch ist oder nicht. Eigentlich in der ersten Klasse ist eigentlich alles okay. Es ist 15.40 Uhr und ich bin jetzt in Linz am Hauptbahnhof angekommen und das Wetter hier ist eigentlich wunderschön. Die Sonne scheint, es ist blauer Himmel, ja, es ist kalt, aber es ist jetzt nicht extrem kalt. Also es ist jetzt nicht so kalt, dass ich sage, oh mein Gott, ich will jetzt ganz schnell irgendwo rein, sondern ich würde gerne jetzt die Sonne genießen. Ein bisschen weniger Wind dürfte schon gehen, meine Hand friert gerade ein an der Kamera, aber sonst geht's. So ist es am Bahnhof, da kommt auch mal ein Zug. Also, ich suche jetzt mein Hotel und dann mal sehen, wie es dort ist. Bei so einer Konstruktion frage ich mich, was war zuerst da? Das Gebäude oder die Straße? So sieht also ein Einbahnstraßenschild und Fahrrad erlaubt in Österreich aus. Das ist irgendwie witzig, finde ich. Ich bin ein mega Vollnoob und ich habe keine Ahnung, was die 139 bedeutet. Die dürfen doch nicht wirklich bis zu 139 km/h fahren, oder doch? Als ich auf die Map geschaut habe, war es jetzt klar. Es ist die Nummer von der Straße, also die Betitelung der Straße ist die 139. Sowas wie A8.
Hier heißt die Straße 139. Vielleicht Bundesstraße, vielleicht, keine Ahnung was. Wird in Österreich bestimmt anders heißen als in Deutschland. So, es wird mal Zeit für ein neues Update. Ich bin schon seit einiger Zeit jetzt im Hotelzimmer. Gestern Abend war es dann doch ein bisschen zu stressig, da noch ein Update aufzunehmen. Mir und ich sind hier gut angekommen. Wir sind 20 Minuten lang gelaufen, um zum Hotel zu kommen. Es war etwas frisch, aber ihr habt ja ein bisschen was vom Weg zum Hotel habt ihr gesehen. Ein paar Sachen habe ich ja aufnehmen können. Und ja, ist ganz okay, das Hotelzimmer. Es ist sehr warm. Das Fenster offen. Ich mache nie das Fenster auf, aber ja, ausnahmsweise ist es mal warm. Aktuell ist es jetzt Samstag, der 26. Februar und es geht gleich los zum Stadtpark, wo ich aber schon um 18 Uhr beim Livestream war, um die Tickets zu verlosen, die ich von Niantic bekommen habe. Im Endeffekt ist es jetzt kurz vor 8. Ich packe jetzt meine Sachen zusammen und dann geht es eigentlich los und Mew kommt mit. Mew kommt mit. So, es ist Sonntag, 6.14 Uhr und es geht los auf die Rückreise. Also ich muss jetzt noch zusammenpacken, dann frühstücken und dann zum Bahnhof laufen. Also 7.17 Uhr habe ich geplant, zum Bahnhof zu laufen, habe dann eine Stunde Zeit insgesamt. Ich denke, das ist ganz okay. Man braucht circa eine halbe Stunde, wenn man gemütlich läuft, denke ich mal, wird es eine halbe Stunde sein. Das ist ganz in Ordnung. Gestern hat es vom Akku her oder von den Powerbanks leider nicht gereicht, die kompletten 12 Stunden zu spielen. Aber es, weiß nicht, 20.30 Uhr oder 20.20 Uhr bin ich im Hotel angekommen. Aber ja, die Navigation ist dann halt dann irgendwann weg gewesen. An der letzten Kreuzung musste ich dann selber schauen, wie ich dann mein Hotel finde. Das war vielleicht nicht ganz so cool, aber es hat geklappt, es hat alles geklappt. Weitere Details zu der Go-Tour werde ich dann nochmal ganz separat verzeichnen. Also das werde ich jetzt hier nicht nochmal, das ist einfach zu viel. Es war ja wirklich sehr, sehr viel gestern, 12 Stunden, hallo. Ja, ich bin gespannt. Ich denke, der erste Zug, in den ich einsteigen werde, wird nicht verspätet sein, weil der kommt aus Wien wahrscheinlich. Das heißt, ich bin ein zweiter oder dritter Stop. Also ich glaube, da kann nicht viel schief gehen. Dann fährt der Zug nach Frankfurt am Main. Dort steige ich aus und ich glaube 1,5 Stunden Aufenthalt und erst dann kriege ich meinen Anschlusszug direkt nach Offenburg. Das ist übrigens die Ausbeute, die ich gestern gemacht habe an dem Niantic-Stand, wo man kostenlos was mitnehmen konnte. Man durfte eigentlich, glaube ich, sogar so viel, wie man wollte. Ich habe halt nur nicht getraut, mich das wirklich zu fragen. Aber ja, ich habe dann einfach den anderen Leuten gebeten, was mitzunehmen. Und wenn sie zu viel hatten, dürften sie mir das gerne geben. Das wird natürlich alles an die Community verlost. Diese Karten hier sind vielleicht auch ganz interessant. Das heißt, hier kommt dann noch nachträglich meine Unterschrift drauf. Und dann sind das nochmal ganz besondere Autogrammkarten. Wie ich vermutet habe, hat es mit dem Zug wunderbar geklappt. Es gab keine Verspätung, obwohl tatsächlich etwas dran stand wie Streckensperrung. Aber anscheinend war mein Zug eigentlich gar nicht davon betroffen. Also ich habe jetzt nichts davon mitbekommen. Mir geht es erstaunlicherweise sehr, sehr, sehr gut. Wahrscheinlich wird der Muskelkater erst morgen so richtig seine Kraft ausweiten. Also morgen werden wahrscheinlich die Schmerzen um einige stärker sein. Ich spüre hier und da vielleicht ein bisschen Muskelkater, aber sonst gar nichts. Komischerweise keine Migräne, normalerweise kriege ich die immer. Ich kann mich sehr gut hier im Zug beschäftigen, ich kann meine Serien anschauen oder halt auf meinem Hauptgerät mit Pikmin spielen. Also ich lasse mit Pikmin gerade die ganze Zeit Blumen pflanzen. Von daher bin gespannt, ob ich dann noch das nächste Level jetzt noch erreiche, weil alles andere ist schon erfüllt, nur das Blumenpflanzen, das dauert halt immer ein bisschen. Also bin gespannt. Läuft ganz gut. Also obwohl der Zug ja extrem schnell fährt, werden immer mal wieder Blumen gepflanzt, meine ich.
Also von daher, warum nicht? Super. Kommt jetzt gleich in Offenburg an. Das ist wirklich nur noch wenige Minuten. Es ist... Moment, ich schau mal schnell auf die Uhr. Es ist 16.24 Uhr und 16.30 Uhr kommt er ja an. Und komischerweise vor 4 Minuten fängt es an, richtig zu ziehen. Ich so, was ist denn jetzt los? Also die ganze Zeit im Zug hatte ich jetzt gar kein Problem. Und jetzt auf einmal muss ich meine Decke rausholen. Jetzt muss... Ich habe die ganze Zeit die Decke fast nie gebraucht, aber jetzt auf einmal dann doch. Weiß nicht, haben die jetzt auf einmal die Heizung ausgemacht und jetzt kommen die Klimaanlage, weil draußen scheint ja den ganzen Tag schon die Sonne. Also wirklich nur Sonnenschein, überall, in ganz Deutschland. Nein, ich war so weit im Norden, war ich ja noch gar nicht. Also kann ich nur halb Deutschland sagen. Naja, ich würde sagen, damit war es das dann aber auch schon. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst gerne ein Like da. Und wenn ihr weitere Videos nicht verpassen wollt, abonniert meinen Kanal. In der Videobeschreibung findet ihr noch weitere Kanäle von mir. Und bis zum nächsten Mal. Patsch!